So, wird Zeit, diesen kleinen Schreihals in das Land der Träume zu trommeln. Schluss mit dem Gekreische. Das goronische Schlummerlied. Dieses Lied spielte sein Vater für ihn. Der steckt draußen im Eis und kann nicht hier sein, aber Link, verwandelt als Damani, und mit dem Vater im Geiste sorgen dafür, dass das Kind fröhlich einschlafen kann. Wunderbar. Es ist so, als wäre Papa hier neben mir. Yeah, alle sind erleichtert. Goronen in der Klemme, Mission 1. Das Goronenkind schläft. Yay. Das Schlummerlied-Intro wurde zum goronischen Schlummerlied. Diese Weise hüllt den Lauschenden in sanfte Stille, während seine Augen wieder schwerer werden. Hey, Moment mal, die anderen pennen jetzt auch. Das ist also tatsächlich für jeden Goronen geeignet, oder was? Naja, okay. Aber was soll's? Kommt mir eigentlich ganz gelegen, denn... Wir haben jetzt hier sowieso zu tun, denke ich mal. Denn wir haben schon so viele Anspielungen auf die Fackeln bekommen. Die können nicht umsonst sein. Und deshalb werde ich jetzt alle Fackeln hier anzünden. So, hier in dem Bereich schlafen nicht alle Goronen, aber das müssen sie ja auch nicht tun. Mal schnell wegstecken, bevor mir der wegbrennt. Jetzt weiß ich gar nicht, wo überall die Fackeln sind. Ich hoffe mal, ich habe da oben keine vergessen. So, boah, sind das viele. Alter. Und einen neuen Stab. Na, zünd ihn schon an. Lauf, lauf, lauf. Weil die gehen nach einer Zeit auch aus, soweit ich weiß. Also zumindest ist das immer so. Muss ich mich jetzt schon ein wenig beeilen. Hat das gereicht? Oder waren das noch nicht alle? Schade. Hat nicht gereicht. Außer ich habe eine vergessen oder so. Ja, na toll. Nee, ich war zu langsam. Schaut mal, die sind alle wieder aus. Boah, ist das fies. Okay, dann probiere ich es gleich nochmal. Und schaue mich jetzt gleich mal hier am Anfang besser um. Aber da gibt es nur die zwei, ne? Doch. Na schön. Oh, der erste Tag ist vorüber. Warum ist der Boden eigentlich so glitschig hier? Frisch gewischt oder wie? Naja, was soll's. Also, eins. Zwei. Vielleicht sollte ich den Stab nicht so oft wegstecken und einfach mal... Oh nein. Akzeptieren, dass er auch wegbrennen kann. Boah, da muss man echt richtig schnell sein. Holy shit. Oder können die hier in Majora's Mask nicht wegbrennen? Ich behalte den jetzt einfach mal. Weil der hält ziemlich lange, wie ihr seht. Ey, ist echt so. Boah, und wie lang der hält? In einem Zug? Hätte ich gar nicht gedacht, dass das möglich ist. Goronen in der Klemme 2. Die Fackeln im Goronenschrein. Du hast im Goronenschrein die Lichter angezündet. Der Kronleuchter dreht sich. Okay. Und weiter. Bringt das irgendwas? Also man kann von da oben runterspringen und die Vasen kaputt schlagen. Vielleicht muss ich alle zerstören. Das wäre dann sowas ähnliches wie in Ocarina of Time, dass man damals in so eine große Vase Bomben reinschmeißen musste. Doch, ich probiere das einfach mal. Das kann jetzt aber unter Umständen relativ lange dauern, weil ihr seht's ja. Da das Timing zu finden ist nicht ganz einfach. Okay, eine habe ich auf jeden Fall schon mal. Was müssen sich die anderen denken, ey? Ich bin doch ein Held und komm hier rein. Und mach alles kaputt. Was ist denn das für ein Held? Ein Verräter ist das. Der Damani ist ein Verräter. So,
So, komm. Schnell, schnell. Bam. Sehr schön. Zwei Versuche, zwei Treffer. Kann sich sehen lassen. Ich bin der übelste Rowdy. Yeah. Also diesem Helden sollte man kein Hotelzimmer vermieten. Denn ansonsten wird man es in Bruchstücken wiederfinden. So, ich konzentriere mich jetzt mal noch nicht auf die einzelne, sondern auf die anderen zwei. Los geht's. Schneller, schneller! Bam! Hä? Oh! Man muss doch nicht alle zerstören, sondern in einer ist ein Stück Fleisch drin. Besorge Felsenfilet. Du hast Felsenfilet gefunden, das einer der Goronen im Kronleuchter versteckt hatte. What? Das klingt sehr, sehr strange, aber ich kann mir schon denken, für wen das ist. Ihr auch? Natürlich könnt ihr euch das auch denken. Es kann eigentlich nur für den einen Goronen... Oh nein. Da im Anfangsbereich bei der Schmiede... gedacht sein. Boah, da muss ich jetzt aber erstmal den Weg dahin finden. Oh je, Mine. Ich kann mich mit Sicherheit mit dem Ding nicht porten, deswegen werde ich jetzt auf gar keinen Fall das Lied der Schwingen spielen. Das wäre ja total doof. Ich glaube, dann ist das Felsenfilet weg. Und ich sollte es auch nicht verlieren. Sprich... den Gegnern wird geschickt ausgewichen. Hä, was war das? Der hat mich mit irgendeinem Breakdance-Move gekillt. Super. Den Treffer hat er sich verdient. Ah, aber diese ganzen unsichtbaren Dullis da, die mag ich gar nicht. Das ist unfair. Wobei ich natürlich auch einfach so mein Auge der Wahrheit aktivieren könnte und dann könnte ich sie sehen. So ist es ja nicht. Soll ich jetzt da runter gehen? Da wäre ich sicherer. Aber ich weiß nicht, ob ich dann das Fleisch fallen lasse. Na gut, eigentlich ist es ja kein Fleisch. Es ist Felsenfilet. Heißt, Felsen, das aussieht wie Fleisch. Ich weiß nicht. Goronen sind seltsame Geschöpfe. Ich meine, woraus wird denn dieses Filet gemacht? Eigentlich ja aus Felsen, oder? Aber woher kommt dann der Knochen? Das alles ist wirklich sehr, sehr suspekt. Ja, der Goron ist weg? Oh, nee, doch nicht. Ich denk mir schon, was geht. Hey, ich hab was für dich. Boah, hier oben, verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Ja, ja, kann ich verstehen. Hier, bitte. Ich hab's dir voll auf den Kopf gehauen. Ups. Ja, das war so nicht angedacht. Hier, nimm. Da ist es. Ich glaube, das muss ein Traum sein. Das ist feinstes Dodongo-Felsenfilet. Ach, von dem Dodongo stammt das. Alles klar. Das ist mein Lieblingsgericht. Gesegnet sei diese Mahlzeit. Nom nom nom. Oh, ich fühle mich wie ein... Was? Wie meine Lebensgeister zurückkehren. Ich komme herunter. Warte einen Moment. Ja. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst. Wenn das nicht Damani ist, du bist am Leben? So muss es wohl sein. Deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Oh, fast hätte ich jetzt vergessen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh yeah, endlich mal wieder eine Maske. Don Geros Maske. Ein Abbild von Don Gero, dem Leiter des Froschchors. Ah, damit können wir jetzt mit den Fischen. Mit den Froschen interagieren. Diese Maske sieht so echt aus, dass dich damit jeder sofort einen Froschchor dirigieren lassen würde. Finde ich gut. Du hast dem ausgehungerten Goronen in der Bergsiedlung das Felsenfilet gegeben und dafür Don Geros Maske erhalten. Irgendwie muss ich an Dr. Gero denken, ihr auch? Aus Dragon Ball Z. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frösche verwöhnt werden. Aber ich kann hoffen, was ich will. Es ist noch immer kalt. Ich kehre ins Dorf zurück. Okay, tschüssi. So, das hat jetzt aber nichts mit der Story zu tun, oder? Wie geht's denn jetzt weiter?
Naja, erstmal speichern. Ich könnte mein Schwert jetzt schärfen lassen, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Bleibt es so oder wird es wieder zurückgesetzt? Das ist halt mein Problem, wisst ihr? Hilft nichts. Ich muss es ausprobieren. Deswegen werde ich mir kurz noch einmal heißes Quellwasser holen. Und da fällt mir gerade auf, wir waren ja noch nie auf dem Pfad zum Pikibernia. Da müsste ja eigentlich der Dungeon sein. Vielleicht kommen wir da ja schon rein. Falls nein, dann weiß ich vielleicht, woran es liegt. Ja, doch, das mache ich. Also nachdem ich jetzt hier mein Schwert einmal habe stärken lassen, werde ich mal zum Pikibernia gehen und mich da umsehen. Weil aktuell haben wir ja eigentlich alle Fälle gelöst. Wir haben das Kind zum Schlafen gebracht, wir haben dem hungrigen Goron geholfen. Naja gut, der alte Gorone ist immer noch da unten im Eis, aber der will ja auch irgendwie nicht nach Hause. Oder kann es nicht mehr schaffen, weil er einfach zu schwach ist. Das verstehe ich nicht ganz. Helfen lässt er sich auch nicht. Ich könnte ihn ertragen, theoretisch. Ach, was weiß ich, Leute. Erstmal Schwert verstärken. So. Dann schmelzen wir mal das Eis. Und jetzt sollten die mir helfen wollen, denn wir haben ja den ersten Tag und nicht den dritten. Gabora, bring unserem Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. Oh ja, gerne. So, lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder abstumpft und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. So. Na toll. Ich kann dann 100 Mal zuschlagen und das war's dann wieder, oder wie? Ist ja voll doof. Also ehrlich gesagt hört sich das ziemlich beschissen an. Ich mach's trotzdem mal. Komm morgen früh zurück. Okay. Ja, und jetzt kann ich mich nicht wehren, oder? Tatsächlich, ich kann mich jetzt nicht wehren. Halt nicht mit dem Schwert. Klar, ich habe noch meine anderen Items, aber wenn jetzt ein Gegner kommen würde, dann müsste ich auf Bomben und Pfeile zurückgreifen. Das ist schon sehr gefährlich. Und aus diesem Grund sprühen wir die Zeit einfach schnell vor. Morgen früh hat er gesagt. Dann will ich es aber auch bitte pünktlich haben, ja? Damit das klar ist. Dämmerung des zweiten Tages. Ja, aber dann bleibt die Schwertstärke bitte auch vorhanden, wenn wir die Zeit zurückspulen, ja? Weil alles andere wäre ja echt übelster Betrug. Dass es nach 100 Schlägen wieder schwächer wird, ist ja schon doof, aber wenn es dann mit Hymne der Zeit wieder abstumpfen würde, wäre das noch döfler. Noch döfer, genau. Zwar hat das jetzt ein bisschen gedauert, aber es ist fertig. Yes! Oh, sieht wenigstens ganz nice aus. Dein Kokiri-Schwert erfuhr die Kraft von Glut und Stahl. Sein neuer Name soll fortan Elfenschwert sein. Die schimmernde Klinge dieses Schwertes schneidet schärfer als der eisige Odem des Winters. 100 Mal kannst du es einsetzen, bevor seine Schneide ihre Kraft wieder verliert. Es muss doch auch irgendeine Möglichkeit geben, das Schwert dauerhaft zu verstärken, oder? Vergiss nicht. Ja, ich weiß. Moment. Aber pass auf, bring mir Goldstaub, bevor dein Schwert seinen Schneid einbüßt. Dann schmiede ich dir das stärkste aller Schwerter mit einer Klinge, die niemals wieder stumpf wird. Ha, sag ich doch. Verstehst du? Goldstaub. Okay, woher kriege ich das? Goldstaub. Ich brauche Goldstaub. Das kann man mit Sicherheit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben. Sonst wäre man ja total overpowered. Aber ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zu wissen. Nun gut. Wo geht's jetzt zum Pik Hibernia? Hier? Nee, von hier sind wir gekommen, glaube ich. Einen Moment mal. Da, denke ich. Zum Pik Hibernia. Vorsicht, Rutschgefahr und riesige Schneekugeln. Mir egal.
So, und damit man hier nicht vorher hin kann, müssen die Entwickler sich jetzt irgendwas ausgedacht haben. Aha. Dass man hier eben nicht von Anfang an lang gehen kann. Und ich sehe es schon, wir brauchen auf jeden Fall die Goronenmaske. Das ist ein Schild. Warnung, für öffentlichen Verkehr und Leute, die den Goronensprung nicht beherrschen, gesperrt. Na gut. Ich beherrsche ihn aber. Ja. Sollte ich jedenfalls. Ich hatte nicht genug Anlauf. Was soll ich machen? Der Schnee ist so tief. Boah, es ist gefährlich. Was ist das denn da? War das ein Herzteil? Warte, bleib stehen. Bleib stehen! Ja, da ist ein Herzteil. Aha. Okay, das hole ich mir mal eben. Hm? Wie jetzt? Hier geht's nicht weiter? Ja, wie soll ich denn das holen? Ah. Mist. Ich glaube, da komme ich noch nicht ran. Nee. Hilft nichts. Da komme ich auf gar keinen Fall hin. Na gut. Aber wir merken uns diese Location. Hier ist ein Herzteil. Auf gar keinen Fall vergessen. Und irgendwann, wenn wir ein passendes Item oder eine passende Maske haben, dann holen wir es uns. Garantiert. Auf geht's! Schnell! Du brauchst mehr Anlauf, Alter! Komm schon! Oh, das gibt's doch gar nicht. Das nervt mich total. Mach ich's halt von hier aus. Ja, genau! Typisch wieder mal. Ach komm, wieso funktioniert das denn nicht? Ich bin doch jetzt wirklich von 100 Metern aus... Ja klar, von Anfang an. Vielleicht darf man aber auch nicht mitten auf der Strecke stoppen. Sondern muss das in einem Zug schaffen. Ist ja kein Problem, ich bin vorhin mit Absicht stehen geblieben wegen dem Herzteil. Das kriege ich schon hin. No problem. Seht ihr? Da haben wir es schon. Warte, da war noch ein Schild. Und zwar... Zum Piggybernia-Tempel. Hinweise zum Aufenthaltsort der Tempelwache. Bitte an den Dorfältesten der Goronen. Hm. Also wenn hier vorne jetzt wirklich schon eine Dungeon ist, dann sollte ich die Zeit aber nochmal zurückdrehen. Was war das denn? Was war das? Ich sehe, hier gibt es endlich wieder eine Eulenstatue. Aber warum ist die hier und nicht beim Goronendorf? Naja. Piggybernia-Tempel. Steife Winde erwarten den Wanderer. Unvorsichtige Reisende können verweht werden. Oh oh. Boah, was ist das denn? Was ist das? Irgendwas befindet sich inmitten dieses Schneesturms. Kannst du es nicht sehen? Nee, aber wahrscheinlich gleich. Oh, ist ein Gorone. Und was für ein großer. Ein richtig dicker Brummer. Warum kann ich mit dem nicht reden? Ach, scheiße, er hat mich runtergeblasen. Was soll das? Unmöglich, in diesem Sturm kommen wir da nicht rüber. Ich wette, das haben wir diesem Typen auf der anderen Seite zu verdanken. Was? Du siehst niemanden? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, um mit ihm fertig zu werden. Okay. Dann habe ich mehrere Vermutungen. Einmal... Nee, das ist ja Quatsch. Oder? Okay, Vermutung 1 ist, ich muss ihn irgendwie besiegen mit so Pfeilen. Oder Vermutung 2, wir spielen einfach das Goronenschlummerlied. Und ich denke, Vermutung 2 ist irgendwie sinnvoller. Ja, das mache ich jetzt auch. Ja, wenn schon Dü-Dü-Dü-Dü kommt, dann ist das die Lösung. L, Y, X. Ist auch mehr als logisch, denn sonst hätte ich schon viel, viel früher in diesen Dungeon gehen können und hätte das Ganze mit dem Kind einfach überspringen können. Also man muss es nur logisch betrachten. Das Lied haben wir ja eben erst bekommen. Aber fall bitte nicht runter, du.
Ich will ihn ja nicht umbringen. Vorsichtig! Okay. Aber jetzt versperrt er mir den Weg. Oh. Tschüss! Das war jetzt so nicht gewollt, aber wenn das die einzige Lösung ist, dann hat er halt Pech gehabt. Und ich sause hier jetzt entlang. Boah. Ach du Schande. Oh Gott! Geht's hier zum Dungeon? Ich denke ja. Somit sollte ich die... Oh! Zeit zurückdrehen. Alter Schwede, jetzt wurde ich echt... hart erwischt. Ja, da ist er! Piki Bernia Tempel! Oh yeah, wir haben ihn erreicht. Krass. Seid ihr dafür bereit, Freunde? Wenn ja, dann verpasst auf keinen Fall den nächsten Part von The Legend of Zelda Majora's Mask. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis bald.